Gerd Rienchen kenne ich persönlich erst seit 2 Jahren. Mein Onkel, glaube ich, kenne ich schon ein bisschen länger. Ich finde es immer sehr erstaunlich, was er für ein lebenslustiger Typ ist und mit welcher emotionalen Freude er und Euphorie an jedes Projekt und jeden Wein und jeden Menschen herangeht. Also ich glaube, dass man heute in der heutigen Zeit Weine produzieren sollte, die man einerseits für sich produziert, aber die am Markt nicht austauschbar sind. Das heißt, in jedem Wein sollte das die Philosophie eines Winzers drinstecken und diese sollte man möglichst nicht in anderen Weinbaugebieten oder in anderen Ländern nachahmen können. Denn sonst ist man austauschbar und wer Zweiter ist oder austauschbar ist, kann immer nur kopiert werden und das ist schlecht.